Oh, Feindbild. Feindbild ist so Inbegriff von Hass. Ist ein Song, der haut auch direkt einfach rein. Ziemlich auf die Fresse. Der fängt gar nicht mit irgendwie leicht an, sondern der geht ordentlich voran. Ja, allein wenn es schon anfängt mit When I See Your Fucking Face. Das ist einfach geil. Ich finde, da würde ich selbst als Hörer auch direkt zuhören. So, oh, okay. Der scheint wirklich angepisst zu sein über etwas. Er hält sich nicht an ein bestimmtes Genre. Wir haben dann versucht, hier so ein bisschen mehr Black Metal reinzubringen. Ist mal im Hardcore, mal im Thrash manchmal und fast schon Black Metal atmosphärisch. Der ganze Song in sich selber hat eine tragende Handlung, hat ein wunderschönes Gitarrensolo, hat Parts, wo ich gedacht habe, auch an den Drums. Holla die Waldfee. Und dementsprechend ist man auch daran gewachsen. Feindbild hat unser Sänger Denise geschrieben. Und der Text ist von unserem Ex-Gitarristen Alex Schupp. Geht um eine alte Beziehung von ihm, wo er anscheinend ein bisschen hintergangen wurde. So stellt er sich das Zusammentreffen vor dieser Person jetzt nochmal, nachdem das dann alles passiert ist. Ich finde, wenn ich an Feindbild denke, auch immer an so politische Figuren, wo ich einfach einen großen Disrespekt dem gegenüber nur entgegenüberstellen kann. Ja, Time to Share the Pain ist mein Lieblingstrack auf dem Album tatsächlich. Das ist so ein klassischer Song, einfach den wir live spielen, den Leute kennen und den die Leute feiern. Ja, unser brachialster Song. Zumindest für die Bandmitglieder von uns so. Auch von mir geschrieben. Zu Time to Share the Pain bin ich ebenfalls in die Band reingesprungen. War, glaube ich, der zweite Song, den wir aufgenommen haben. Auch der zweite Song, der mit der Band Calling geschrieben wurde. Muss man aber dazu sagen, die Ursprungsversion dieses Songs ist eine Katastrophe gewesen. Ist einfach viel besser geworden. Haut einfach rein, ist immer unser, ja, fast schon unser Lieblingssong live. Wir hatten eigentlich nie vor, den Songtitel zu nehmen. Ich hab einfach nur, weil ich saß vorm Rechner. Also, wir müssen ihm halt irgendeinen Namen geben. Wir nennen es jetzt einfach mal so richtig klischeehaft Time to Share the Pain. Ja? Und dann hat aber jeder dann irgendwann angefangen, das zu sagen, ja, hier spielen wir Time to Share the Pain. Ja, eigentlich brauchen wir da noch einen Songtitel für den. Aber irgendwie nie ergeben. Ja, komm, bleibt halt so. Ist ein bisschen Klischeetext, aber egal. Auf dem Album, muss ich sagen, wirkt er genauso, wie er live wirkt. The Arrival. Für mich persönlich der Opener schlechthin bei uns. Also da kann man mir 20.000 Intros hinlegen. Ich würde immer sagen, wir nehmen The Arrival. Er fängt langsam ein bisschen mystisch an. Das Intro ist ein recht düsteres Gepicke. Atmosphärisch geil einfach nur. Das ist wirklich so ein Song, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Der war richtig geil. Sowohl live als auch im Studio hat es beides genau die Atmosphäre und genau den Touch, den es eigentlich haben muss. Vor allem das Ende ist einfach furios, ist einfach die geballte Entladung dieser Spannung, die sich über den Song aufbaut, die dann auch in das Endsolo mündet und auch die Schreie von Nils am Ende, das reißt einen einfach mit. Im Prinzip soll es ein bisschen Neuanfang definieren. Das ist für mich immer schwierig. Ich kann das, was ich in meinem Kopf sehe und denke, kann ich sehr schwer andere Leute erklärbar machen. Also es ist auf jeden Fall einer der gefühlvollsten Songs. Und es ist auch so ein Song, wo ich echt manchmal, keine Ahnung, wo man fast heulen kann. So. Wir haben daraus einen sehr, sehr, sehr tragenden und melodischen, vor allem auch irgendwo melancholischen Song geschrieben.